Hallo, hier nochmal ein Zwischenvideo. Speicher ist jetzt schon bei 28 Volt. Das ist jetzt kurz vorm Abschalten. Jetzt haben wir es circa um 11 Uhr. Und lädt jetzt quasi noch mit 400 Watt. Der steht jetzt ja auch schon auf Full Watt. Gut, da steht er immer, weil die Voltzahl sich nicht großartig verändert. Da knallt die Batterie aber trotzdem voll. Ja, ist aktuell noch offen hier, das schraube ich jetzt wieder zu. Jetzt wurde richtig voll gebohrt. Ne, beziehungsweise drin ist gerade ein Wasserkocher an. 2000 Watt ist gerade Hausverbrauch. Irgendein großer Verbrauch ist an. Das heißt, von den Modulen kommen jetzt gerade mal 1800 von den Laderegler und da fehlt was und dann kommt der Rest aus dem Akku. Das seht ihr jetzt schön. Und gerade richtiges Video gemacht, einwandfrei. So arbeitet halt das System. So seht ihr genau, welcher Strom wie fließen tut. Zuerst wird der Teil genommen von der PV-Wechselrichter und dann von den PV-Ladereglern. Reicht das nicht aus, kommt der Reststrom aus dem Speicher. Batterie, also unten links. Und so ist das dann halt auch im Winter. Wenn nicht genug PV-Strom kommt, kommt halt die Differenz, die fehlt, um den Verbrauch auf Null zu halten, kommt dann natürlich aus dem Speicher. Ist der Speicher irgendwann mal leer, kann man dann wie gesagt Einstellungen vornehmen, dass der halt Netz aus dem Strom nimmt, also Strom aus dem Netz. Ich werde dann auch gleich den Sprung sehen, dass der Wasserkocher, also der Verbraucher drin aus ist, also ausgeht. Da fallen die 2080 Watt hier oben dann weg. Und dann fließt wieder Strom in den Speicher. Beziehungsweise die Einspeiseanlagen produzieren jetzt gerade beide 1003 über 1000 Watt. Das reicht jetzt natürlich aus, um den Verbrauch da oben abzudeckeln. Und Differenz fließt wieder in den Speicher rein. Das seht ihr jetzt. Ich dachte jetzt eigentlich, es wird ein kurzes Video, aber scheinbar nicht. So, mal sehen, wenn die große Last dann oben rechts weggeht. Wettermäßig ist es gerade so Sonne-Wolken-Mix draußen. Es geht die PV-Leistung wieder hoch. Das schwankt jetzt hier natürlich extrem. So, Wasserkocher aus. Speicher nimmt jetzt wieder 2000 Watt auf. Der regelt jetzt auch wie gesagt wieder runter, weil der war ja kurz vorm Voll. 1300 nimmt er noch auf.
Und wenig läuft ins Netz draußen. Das ist das, was zu viel Strom ist. Jetzt regelt er nämlich die Batterien wieder runter. Weil sie nichts mehr aufnehmen. Also die Leistung geht runter. 16 Ampere, 14 Ampere, 12, 10, 100%. Und jetzt macht er, wie gesagt, nochmal richtig vollpuffern, Strom rausnehmen, reinschieben, rausschieben, also rein, raus. Und irgendwann ist er halt fertig mit dem ganzen System. Hier schiebt er den Strom rein. Und so geht es jetzt hin und her. Irgendwann fließen bloß noch ganz wenig Leistung und dann hat sich die Sache erledigt. War ich gerade richtig hier. Ich freue mich, euch das zeigen zu können. Sonne ist übrigens schon wieder weg. Man sieht jetzt nur noch 700 Watt Leistung, die beziehungsweise zusammengerechnet 1000 Watt, die jetzt gerade erzeugt werden. Ihr habt mal das System gesehen, wie es gerade arbeitet. Was der in welcher Situation macht. Danke.